Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Mich hat es Ende September noch einmal nach St. Andreasberg in den Bikepark getrieben und ich will mal sehen, hier sollte sich wieder einiges verändert haben. Man könnte es ja mit dem anderen Video vergleichen, schauen wir mal. Auf jeden Fall, ich habe noch mal Bock, solange das noch geht, eine Runde Bikepark fahren. Ach, die Brille. Ja, Brille, weiß ich nicht, bin ich immer noch ohne unterwegs. Ich bin eigentlich Brillenträger, aber mir will gar nichts ins Auge. Ja, Kontakt machen. Liegt. Ja, dann. Jo. Bist du mit auf jeden Fall? Ja. Hier auf dem Stück wird es dann immer etwas flach, da muss man dann noch mal ein kurzes Stück pedalieren. Das ist bei den Strecken 1, 2 und 3 der Fall. Aber das ist nur ein kurzes Stück und danach geht es dann normal weiter. Joi. Oh, das hat nochmal Laune gemacht. Gut.
hier kommt man dann wieder zu dem Sammelplatz, wo die 1, 2 und 3 zusammenlaufen und dann kann man sich entscheiden, auf welche Strecke man dann weiterfährt. Wir sind dann hier auf den Trail Nummer 3 gegangen. Der Drop ist immer schön. Hey, der Step hat gut geklappt. Ja? Dann ging es auf die Strecke Nummer 4, die den Namen Schwarzer Keiler trägt. Und finde, das ist hier die schönste Strecke. Macht auch richtig Laune. Deswegen zeige ich die Strecke jetzt mal im Ganzen. Hier denke ich immer, dass es wohl besser wäre, ganz rechts lang zu fahren. Oh, der lief schon besser. Hä? Der lief schon besser. Ja. Nur.
Da springst du ja voll, ey. Und jetzt geht's mal auf die 7. Upp. Das ist mir als Drop gedacht wohl. So, ab geht's in den nächsten Abschnitt von der 7. Das ist jetzt ein bisschen alles ein bisschen naturbelassener, wurzeligerer Trail. Aber schick. Herrlich. Ja, die Kurve hat man wohl ein bisschen vergrößert. Ich glaube, die war letztes Jahr mal irgendwie so ein bisschen enger gestaltet. Ja. Und hier trifft man jetzt wieder irgendwie auf die anderen Strecken. Da sind wir am Ende von dem Video angekommen. War ein wunderschöner Tag im Bikepark St. Andreasberg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bleibt gesund, passt auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.